Zwei Tage nach seinem Absturz ist ein russischer Hubschrauber auf dem Meeresgrund bei Spitzbergen nördlich von Norwegen geortet worden. Die norwegische Rettungszentrale erklärte, das Wrack liege 2,2 Kilometer vom Festland entfernt in 209 Metern Tiefe. Der Hubschrauber sei von einem Unterwasserfahrzeug entdeckt worden. Damit sei der Rettungseinsatz abgeschlossen. Norwegischen Medien zufolge war vor dem Absturz kein Notruf der Besatzung eingegangen. An Bord befanden sich 8 Russen, 5 Mann Besatzung und 3 Forscher. Sie sind aller Wahrscheinlichkeit nach ums Leben gekommen. Die Suche nach den Leichen soll fortgesetzt werden. Als mögliche Ursache des Absturzes gelten schwierige Wetterbedingungen oder ein Pilotenfehler.